Hey, ich bin Jim von Support und heute zeigen wir euch das Iron von Tailgater, welches uns freundlicherweise von sowas will ich auch zur Verfügung gestellt wurde. Bei sowas will ich auch ist eine Seite, die euch die Möglichkeit gibt, Gadgets für euren Alltag zu kaufen. Das Iron ist ein Lautsprechersystem für iPods oder iPhones oder auch für alle anderen Smartphones oder Geräte mit einem Cinch-Ausgang oder einem Adapter von Cinch auf Klinke. Wenn wir uns die Vorderseite des Iron mal anschauen, da sehen wir ganz klar, wir haben zum einen zwei Mikrofoneingänge. Das heißt, ihr könnt auf jeder Party oder aus jeder Party einen Karaoke-Abend machen. Da sind hier die Eingänge dafür. Ihr habt hier die Regler für die Mikrofone. Dann geht es weiter. Hier könnt ihr die Lautstärke für den Dock einrichten. Das heißt, wenn ihr ein Gerät hier oben drin habt, das heißt ein iPhone, iPod, könnt ihr hier die Lautstärke dazu regulieren. Oder wenn ihr ein anderes Smartphone angeschlossen habt, könnt ihr auch dieses hier regulieren. Weiter geht es über den Master Volume. Der ist für die allgemeine Lautstärke zuständig. Das heißt, egal was ihr hier einstellt, er stellt die letzte Ausgangslautstärke ein. Wenn wir das Gerät nach rechts drehen, seht ihr hier Tragegriffe. Die sind definitiv nötig, weil das Gerät recht schwer ist. Vom Gewicht her ist es sehr, sehr schwer und da sind die Tragegriffe definitiv sehr hilfreich. Wenn wir das Gerät nach hinten drehen, sehen wir verschiedene Knöpfe. Wir haben hier einmal den An- und Aus-Knopf. Darunter haben wir die Möglichkeit, also wir haben einen VIP-Schalter, der uns die Möglichkeit gibt, unser iPhone oder angeschlossenes Apple-Produkt über das Dock laden zu lassen. Dafür wird natürlich auch der Akku verwendet, wenn ihr nicht am Netzstecker angeschlossen seid. Deswegen gibt es diesen Knopf, falls es mal nötig sein sollte. Dann haben wir hier eine Akku-Statusanzeige, wo ihr sehen könnt, wie stark der Akku gerade geladen ist und darunter einen Output. Wenn wir das Gerät nochmal nach vorne drehen und etwas anwippen, seht ihr hier das Dock. Hier passt euer iPhone rein oder iPod rein. Ihr habt hier nochmal einen kleinen Schieberegler, womit ihr die Größe des Gerätes einstellen könnt, da es ja von Apple verschiedene Größen vom iPod gibt oder auch vom iPhone, könnt ihr hier die Größe einstellen, wie weit das iPod oder besser gesagt das Apple-Produkt hier reinragt. Genau. Zum Test haben wir hier das kleine iPod von Apple. Den müssen wir einfach mal einschalten und direkt in diesen kleine Dock hineinstecken. Ist es schon getan, also was man an Einstellungen machen muss. Jetzt kann man direkt auf Play drücken. Wenn man nun die Dock-Lautstärke reguliert, dann kann man gleich sehen, es passiert noch nichts, weil das Master-Volume noch nicht hochgedreht wurde. Ich drehe den mal mit hoch. Und nun kann man nur den Dock leise drehen zum Beispiel. Dann wird das ganze Gerät natürlich leiser. Insgesamt hat es einen sehr satten Sound. Insgesamt hat das Gerät für seine Größe einen sehr guten Sound, wird auf jeden Fall jede Party aufwerten oder jeden Außenaufenthalt, den man hat, wenn man es mal mitnimmt. Es ist wie gesagt für jedes Gerät, welches angeschlossen werden kann, das heißt Smartphones oder direkt Apple-Produkte, geeignet und ist auf jeder Party erstmal ein Hingucker und hat wie gesagt einen schönen Sound. Wir haben noch mehr Produkte von sowas will ich auch für euch getestet und noch mehr Lautsprecher für euch getestet, die ähnlich wie das Iron von Tailgater aufgebaut sind. Schaut einfach in unserem Kanal nach, abonniert ihn vielleicht sogar oder kommentiert darunter. Ich sage erstmal viel Spaß und ciao.